Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Team World 4. Wir schauen uns mal wieder eine neue Strecke an. Und zwar die Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim, die es für 44,50 gibt. Die Strecke ist 89 Kilometer lang. Und ja, hier gibt es sehr viel S-Bahn-Betrieb und es gibt neues Rollmaterial. Wir sind aktuell bei schlechtem Wetter hier in Rosenheim und werden uns hier mal ein bisschen umschauen. Und vielleicht habt ihr schon entdeckt, links unten gibt es was Neues. Das ist der, das soll so sein Counter. Oder das muss so. Das heißt, immer wenn ich was sehe, was ja vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist, geht da der Counter mal eins nach oben. Und mal schauen, wie weit der heute nach oben geht. Ich habe noch nicht sehr viel hier drin gemacht. Ich war mal ganz kurz in Salzburg und jetzt hat hier in Rosenheim eine ganze kurze Testfahrt mit der 111er gemacht. Und unser Zug steht auch schon bereit. Der steht da hinten. Da gehen wir dann später hin. Aber wir schauen uns erstmal Rosenheim an. So, da steht schon die 185 mit dem Güterzug. Schauen wir erstmal den Bahnhof von Rosenheim an, was wir so Tolles finden. Einfach zum Umsehen. Ich. Vom Güterzug? Alles klar. So. Das sieht ja soweit eigentlich alles ganz normal aus. Was kommt denn hier als nächstes? Selbstpfaffenhofen. Und einmal bitte nicht einsteigen. Hat Rosenheim da wirklich so Pflanzen hier drin? Voll untypisch. Okay. Gehen wir mal hier runter. Okay. Einigermaßen aussetzliert. Hier unten die Sachen funktionieren auch. Da hat sogar Sachen zum Hinmachen. Da sehen wir es auch hier nochmal. Rosenheim, Bad Endorf, Briner Chiemsee, Berner am Chiemsee, Übersee, Bergen, Traunstein, Freilassing und dann runter bis Salzburg. S3, RE5, S4, RB53. Alles klar. Also unser nächster Halt wird übrigens Briner am Chiemsee sein. Da wurde mir gesagt, da gibt es was Interessantes zu sehen. Da werden wir dann als nächstes hingucken. München Ost. Also ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht die Strecke Rosenheim-Kufstein noch mit dazu genommen hätten. Das wäre eigentlich nur echt schön gewesen. Und Kufstein so ein bisschen als meine Heimatstadt. Ja. Kann man so lassen. Sind die Kopfhörer neu? Hm. Das ist jedenfalls neu. Ach, diese neuen Rucksäcke, das sind irgendwie echt im Trend momentan. Sehe ich auch in Zürich überall. Gut, ansonsten. Ich glaube, da fehlt was. Moment mal, ich glaube, das ist so. Eins fährt auf. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Okay. Ansonsten hier Rosenheim. Geht der Bach hier drunter. Okay. Das ist. Von welchem Zug denn? So, gehen wir mal hier wieder rüber. Da sind echt viele Leute hier. Und so wie es aussieht, haben wir jetzt das Glück, dass wir dann einen Güterzug hinterherfahren werden. Ich glaube, ich warte mal ganz kurz, bis der vorbeigefahren ist. Ah, kommt der nächste. So weit, so gut. Oh, sogar im Sandwich. Mhm. Alles klar. So, ich will einmal hier rüber. Und dann geht's mal hier runter. Die Dinger kenne ich auf jeden Fall wieder. Was ist denn das da? Das muss so. Also, unser Zug hier. Ja, es müsste der hier sein. Wir stehen aus 5 Dostos, hinten der Steuerwagen. Mit momentan noch kein Ziel. Aber die kennen wir ja schon. Das Highlight steht da vorne. Für 44,50. Die 111 hier mit der Livery vom Creators Club. Ich dachte, wir nehmen mal die. Das wäre ansonsten hier die Standardlackierung.
das ihr damit ins Spiel bekommt. Und rein für die Details nutzen wir jetzt hier mal die Standardvariante und gucken uns das mal an. Sieht ja soweit mal gar nicht so schlecht aus. Ja. Kann man gelten lassen. Habe ich erstmal nichts auszusetzen. Gut. Passt. Oh, da steht sogar auch Güterzeugs hier unten rum. War ich gar nicht gesehen. Okay, dann würde ich mal sagen, würden wir mal unseren Zug bereit machen. Ach ja, eine kleine Eigenschaft habe ich entdeckt bei der 111er. Und zwar, wenn man sie spawnt mit den Dostos, dann steht sie genauso wie da mit dem Stromabnehmer oben. Und ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, den Stromabnehmer zu wechseln auf den hinteren. Ich habe auch das Handbuch nochmal durchgelesen, aber habe das nicht gefunden. Damit sie dann so fährt, habe ich jetzt die Lösung gehabt, dass ich dann einfach die Lok lösche und die verkehrt herum spawn, damit entsprechend der hintere oben ist. Okay, soweit mal zu dem. Wir gehen mal hier rein. Ach nee, Moment mal. Wir müssen, glaube ich, zuerst mal in diesen Führerstand rein. Ah, war es der hier? Ne, doch der andere. So, Türen zu. Da rein. Ja. Weil nur in einem Führerstand können wir die Spaßsysteme anmachen. Und die sind... Da ist die SIFO. ECB. SIFO lasse ich jetzt mal aus. So, ansonsten passt hier eigentlich soweit alles. In den Maschinenraum können wir leider nicht reingehen. Das ist schon mal falsch. Das hätte ich gern so. PCB-Modus obere, Stromabnehmer. Ach, da. Ohne hoch, beide hoch. Moment, funktioniert das? Ich muss das gerade mal ausprobieren. Dann so viel zum Thema mit den Stromabnehmern. Ah, ich glaube, ich muss da einmal senken hier. Machst du nicht, weil ich einmal das hier machen muss. Okay, definitiv unten. Ah, okay. Gut, dann nehme ich das zurück. Dann haben wir das hier hinten drin. Beide. Hinten hoch. Das heißt, das wäre jetzt... Ganze Übung nochmal. Okay, das ist hinten. Alles klar. Okay, ich bin doof. Dann gehen wir mal... Ach, ich tue es nochmal runter. So, hinten hoch, beide hoch, vorne hoch in dem Sinn. Bremsmodus. Lassen wir das auf R. Ja, lassen wir das mal auf R. Okay. Ansonsten, was haben wir hier so Schönes? Einmal die Türsteuerung, einmal das Makrofon. Kein Hoch und Tief. Das ist beides mal hoch. Okay. Das muss so. Ansonsten PCB hier, alle klar. Hier unten Scheibenwischer. Funktioniert er denn? Ja, funktioniert. Gut. Stellungsanzeigen, alle klar. Eigentlich gibt es hier sonst nichts mehr Interessantes zu sehen. Ich würde sagen, hier unten haben wir der Scheibenwischer. Was haben wir da noch so Schönes? Immer Instrumentenbeleuchtung. Stellwerk kontaktieren. Und der Rest ist in Orb. Gut. Okay. Habe ich das? Na, Stromabnehmer ist wieder unten. So. Das sieht gut aus. Okay, einmal die Lichter. Zugspitzensignale. Passt das jetzt?
Oh, passiert aber also irgendwie nicht sehr viel. Echt, dann macht er. Warum geht er dich an? Soll das? Ja, das Instrumentenbeleuchtung. Ah, okay. Das geht auf meine Kappe. Das haben wir an. Wir gehen auf Vorwärts. Die Verriegelung brauchen wir erstmal nicht. Dann glaube ich, werden wir soweit abfahrbereit. Gucken wir mal. Das ist unser Zug, der jetzt hier verkehrt rumsetzt. Route setzen. Also hier ganz Rosenheim-Bereich. Das ist unsere Strecke hier. Bis nach Salzburg. Da unten. Ach, also bis Kufstein runter oder bis München. Die Erweiterung, die wäre halt schon noch irgendwie geil gewesen. Kufstein runter wäre halt auch interessant gewesen. Okay, ich will nach Brien an Chiemsee. Und ich glaube, das ist hier. Und wir fahren auf dieses Gleis fürs Erste. Bestätigen. Du lässt mich auch schon raus. Warum war es eigentlich soweit richtig? Ja, das sieht ja schon mal gar nicht so falsch aus. Gut, dann würde ich sagen, Abfahrt. Ja, nichts vergessen. So. Und einmal hoch. Wieso gehst du dich nach oben? Jetzt. Okay, beim zweiten Anlauf. So, sehr gut. Wow, wir wollen heute mal gut durchkommen. Sagt er hier 50. Alles klar. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, und ich weiß nicht, ob das in der Realität so ist, aber die schaltet unglaublich schnell hoch. Mein Geschmack ein bisschen zu schnell. Darunter wird es dann Richtung Kufstein gehen, wenn es mich nicht täuscht. Ja, ist ein bisschen schade, dass die Standardkamera mit 2 immer nach hinten geht. Ja. Haben wir gelten lassen. 80. Damit kommen wir klar. Oh, ein bisschen mehr Magis. Ein bisschen die Umgebung beobachten. Ach, das ist Bad Endorf, wo wir hier anhalten. Ja, da müssen wir dann doch noch ein bisschen eins weiter. Ja gut, dann machen wir einfach so, dass Bad Endorf unser erster Person halt ist. Ist ja kein Problem. Und lassen uns dann weiterschicken.
Es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Das passt. Und auch die Umgebung sieht soweit eigentlich ganz okay aus. Ja. Gib mal Leistung, Kollege. Sitzen das von der Kameraposition. Okay. Außenkamera. Einmal hier, einmal da. Alles klar. Ja. Alles, was man so braucht. Oh, da geht sogar in die Industrie runter. Könnte man auch da noch ein bisschen Spaß haben. Oder? Ja, wieder rein hier. Bis jetzt noch nichts auszusetzen von der Umgebungsgestaltung bis jetzt. Oh, gehen wir mit der Leistung hier runter. Jetzt will ich hier nicht zu schnell werden. Und fährt sich soweit eigentlich auch ganz angenehm. Was kommt da entgegen? Nächste Güterzug. Mein Kollege. Bin ein bisschen dezent, die Autos. So, gehen wir hier mal ein bisschen nach oben. Straßen sehen halt einfach komisch aus teilweise. Aber das ist gefühlt bei jeder Strecke so. Ja, aber ich glaube, ich kann mal weitestgehend so gelten lassen. Trotzdem, 44,50 in die Strecke finde ich doch dezent ein bisschen teuer. Ich meine, während wir hier da rumfahren, kann ich euch jetzt mal die Fakten dazu erzählen. Also 89 Kilometer lange Strecke, Rosenheim Deutschland nach Salzburg Österreich im Jahr 2013. Enthaltene Fahrzeuge die 111, die 185-2, Deutsche Bahn Generation 4 Dostowagen, Habins und Rostewagen und die ÖBB 4024 schauen mit dabei. Dann extrem detailgetreue, funktionsreiche Führerstände, nebensächliche Leistung und Handhabung, zugängliche Trainingsmodule im Trainingszentrum. Das braucht man. Was ist denn hier? Oh, 110. Müssen wir mal bremsen. So. Hübsch war das Szenarien und ein authentischer Fahrplan, Reisemodus, Nebenaufgaben etc. Was man halt so kennt. Das sind soweit die Fakten. Ja, war fast ein bisschen zu viel. Moment mal. Alter, der Schrank ging jetzt mal unglaublich schnell runter und zwar kurz bevor wir da gewesen sind. Das muss so. Ja, überhaupt kein Risiko, also sagen wir.
Oh, mal schauen, ob das bei den nächsten genauso ist. Ja, fast Bock mal bei so einem Bahnübergang mal stehen zu bleiben und warten, bis der Zug kommt. Das generell immer so unglaublich spät ist. So, 3,6 Kilometer noch, dann sind wir da. Zumindest für den ersten halt. Bisschen runter. Da steht ein Baum mitten auf der Straße. Details. Oh, wären wir schon mal gewarnt. 60. Ja, komm. Dann müssen wir bitte. Wenn es geht, würde ich heute gerne mal ohne Zwangsbremsung fahren. So, da haben wir sie. Warum schaltest du jetzt das auch unendlich weit nach oben, obwohl ich gesagt habe, Leistung 1? Irgendwas ist hier nicht so richtig. Schalt mal wieder runter. So, da haben wir unseren Bahnsteig. Da, muss ja der Spaßmagnet, da vorne. So, anhalten ist eine kleine Katastrophe. Mal ganz kurz hinten gucken. Ja, ein anderer Marker gewesen. So, Türsteuerung. Haben wir es denn da? Alle verriegeln, rechts entriegeln. Funktioniert das? Geöffnet. Das funktioniert schon mal gut mit den Türen. Ja, rechts entriegeln. Interessantes rechts. Alles klar. Das muss so. So. Bitte einmal schließen kurz. Hallo. Dankeschön. So. Achso, nee. Das ist ja jetzt links hier. So, aufmachen. Dankeschön. Okay. Ich meine, die Lok habe ich gedreht, aber trotzdem, wenn ich hier nach vorne fahre und dann hier sage, rechts,
dann sollte er auch rechts aufmachen. Also, ja. Okay, wir wollten eigentlich nach Prien und Chiemsee fahren. Jetzt mal gucken. Unser Zug hier. Route entfernen. Ja, danke. Ich hätte gerne eine neue Route. Route setzen. Wo ist jetzt... Ist es hier? Nee. Das dürfte es eigentlich nicht sein. Prien am Chiemsee. Bist du Prien am Chiemsee hier? Da geht zumindest so eine kleine Strecke hier weg. Lass mal doch mal gucken. Wenn ich jetzt sage, hier ziehe setzen, was sagt er? Was ist das dann? Prien am Chiemsee, Bahnsteig 1. Okay. Cool, 6 Kilometer. Was da, fahren wir mal hin. So, Türen zu. Sind zu, perfekt. Nice. Interessant. In der niedrigsten Einstellung kommt er sehr damit klar. Ist mit dir alles in Ordnung? Das ist ein sehr interessantes Verhalten. Das kriegt für mich einen Punkt. Was hat er denn? Elektrische Bremse. Warum denn? Ach so. Da wäre noch was. Okay. Komisch. Sehr komisch. So machen wir die Kamera immer ein bisschen anders, damit wir mich immer ein bisschen umsehen können. Ja. Mal okay. Oh, ein bisschen mehr Schmackis. Was sind es denn? 5 Kilometer. Ah, hier wäre ja die Zugzielanzeige. Kann ich das hier einfach mal so automatisches Zugziel? Das geht schon mal nicht. Da kann ich auch nicht umschalten. Zugziel löschen. Bestätigen. Schade. Geht wohl nur im... Oh scheiße, ich bin zu schnell. Ich hab nicht aufgepasst. Nicht so gut. Halt mal bitte runter.
Die 10 km/h. Das geht auf meine Kappe. Ah, da ist es mit dem anderen Industriegleis hier. Ja, diesmal ging es gerade wieder direkt. Nochmal 20. Aber jetzt so bahntechnisch ist es ein bisschen durchschnittlich viel los. Nicht extrem viel. Ja. Gut, Rollen ist angesagt. Da haben wir ja einen Collision. Mal sehen. Wir könnten eigentlich dann auch einfach mal spontan einen Service nach Salzburg übernehmen. Dann haben wir unseren Fahrplan. So, hier noch alles heavy. Ja, also die Bahnübergänge sind sehr sportlich eingestellt, muss ich schon sagen. Der, einmal yellow. Nur zur Sicherheit. In einem Kilometer schon. Moin, Gulligi. Nächster Güterzug. So, hier sollte ich dann vielleicht nicht allzu lange rumstehen. Mit meinem Zug, zumindest wenn hier mal die Sachen pünktlich fahren sollen. Wir könnten eigentlich unseren nächsten Zug dann auf das Gleis hier reinstellen. Gut, haben wir geschafft. So, da, aufsteigen hier. Und den Kollegen hier werden wir erstmal löschen. Jo. Dann könnt ihr hier mal normal fahren. Und jetzt würde ich mich hier mal kurz umsehen. Hier im Green. Ich bin mir noch nicht sicher, wo es genau ist, was ich suche. Moin sehen. Und auch. Mhm. Vermute mal, das wird irgendwo da... Ach, wisst ihr was? Wir gehen mal da unten rein. Okay. Dampfeisenbahn! Da ist sie ja. Nice! Die Chiemseebahn da. In echt noch nie gefahren. Gesehen ja, aber nicht mitgefahren. Dass da hinten Kaprellburg ist, das... Das muss so sein, ne? So, aber eigentlich ist mir gesagt worden, man sieht irgendwo ein Modell von der Chiemseebahn hier. Und ich dachte, das wäre hier, weil dass sie wirklich rumfahrt. Das wäre ein bisschen steil, aber okay.
Ja, wie jetzt? Ich darf doch nicht lang gehen. Was soll denn das? Mann. Ja, das ist irgendwie schade. Der Knick sieht übrigens auch nicht sehr gesund aus. Das wäre ja natürlich auch noch was gewesen, wenn man gesagt hat, ja okay, man kann so als Goodie hier die paar Kilometer mit der Gimseebahn noch fahren. Wäre natürlich noch eine extra Dampflok gewesen. Aber okay, schade. Wir dürfen da nicht lang. Ja, und die Kamera wechseln kann ich so jetzt auch nicht. Schade. Wisst ihr was? Ich werde nochmal ganz kurz recherchieren, ob sich das Modell hier rumbewegt oder ob es ein spezielles Szenario ist, wo man die sieht, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt rausgefunden, wie man hier das kleine Easter Egg da hinten freischaltet, beziehungsweise es ist ein Mastery Reward. Sprich, wenn man hier die ganzen Challenges hier fertig hat, dann kann man sich hier ein Overlay aktivieren. Auch da hätte ich mal suchen müssen, wo das ist. Weil ich das bis jetzt noch nie genutzt habe, weil ich noch keine Strecke auf 100% habe. Moin Vectron. Viel Spaß. Wir schauen uns jetzt das mal da hinten an. So. Mal rein hier. Jetzt steht da was da. Sogar mit Sound. Nur leider können wir das Schätzchen nicht fahren. Aber sie haben sich da wirklich Mühe gegeben. Das ist jetzt auszudetaillieren. Ah, sehr, sehr, sehr geil. Hammer. Ach, schade, können wir das hier nicht rumfahren. Und die Gleise sind tatsächlich recht weit verlegt. Zwar nicht ausdetailliert, aber man kann hier recht weit fahren, theoretisch. Und das werden wir dann auch gleich mal ausprobieren. Moin, Kollege. Ja. Wir warten hier auf Tickets. Ich glaube, das werden wir jetzt auch mal versuchen, dass wir hier mal die Strecke ein bisschen entlang fahren. Jetzt ist die Frage... Dieselzüge. Was nehmen wir denn jetzt da hier? Kann ich da mehr auswählen? Deutschland bestätigen. 204, 363. Nehme ich dich. Warte mal, machen wir hier mal Altrot. Das funktioniert sogar. Ja, passt nicht ganz so hier rein. Aber es ist erstmal funktional. Und ich zeige euch das mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einwandfrei. Also, muss ja hier hinten rauf. Oh, einmal rauf hier. Södele! Weiß nicht, ob ich den Gang krieg. Generalschlüssel. Ein. Richtungssender. Vorwärts. Leg die Bremse halten. Hattest du nicht noch? Okay. Ja, mal kurz gucken. Nee. Ich glaube, da müsste man ja noch hier im Schalter. Das war's. Ist noch nicht so happy mit mir. Ah, okay. So, dann fahren wir hier mal ein bisschen entlang, aber auf langsam. Damit wir hier nicht in Gleisen. Es ist ja schon irgendwie witzig, dass das funktioniert. Ja, deshalb jetzt mit der Dampflok, ne? Also das gibt von mir mal ein extra Plus. Also ich glaube, bis zum Hafenbereich, meinte ich, sind die
Gleise hier gelegt. Wir fahren jetzt hier mal ein kleines Stück. Übrigens, der Mod, um hier die ganzen Mastery-Sachen freizuschalten, ohne dass man die Challenges wirklich macht, verlinke ich in der Videobeschreibung. Das gilt dann für alle Strecken. Und hier ist es dann halt nicht ausdetailliert. Aber trotzdem, die Gleise liegen da. Duffer Games, bringt's doch mal ein größeres Update raus, wo das dann hier ausdetailliert ist. Und dass man hier entlang fahren kann. Also, wäre das jetzt noch mit dabei gewesen, dann hätte ich gesagt, dann passt es hier mit die 44,50. Oh, Leerlauf. Gott sei Dank hat das alles hier keine Kollision. Oh Mann. Sieht man. Ja, Gleise sieht man noch. Und ich meinte, da kommt hinten jetzt gleich eine große Grünfläche. Ja. Und da kommen dann etwas komische Berge hier hinten. Aber es ist da. Nice. Ja, so sieht übrigens das Ende der Karte aus. Wenn wir das auch mal gesehen haben. Es gibt jetzt mal keine Punkte. Normalerweise wird man das jetzt hier auch nicht sehen. Dank unsichtbarer Wand und so. Warum hat es da hinten diese komischen Hügel? Ist das ein Resultat von so einem Geo-Import? Dass sie die Strecke da gebaut haben? Ja, da ist ein bisschen überwachsen hier. Und da hinten, glaube ich, ist dann auch soweit Schluss mit den Gleisen. Wir werden schneller. Ja. Ich meine, wir fahren im Dschungel hier. Oh, die Berge bauen sich sogar auf. Interesting. Das habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Ja, da gehen sogar die Gleise da rechts weiter. Und da vorne, glaube ich, ist dann für uns Schluss. Aber ihr seht, wie viel da eigentlich verlegt worden ist. Ja, schade. Schade, 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 ist das nicht weiter ausgebaut worden. Ach ja. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen mal einen kleinen Sprung nach Salzburg und schauen uns mal den Salzburger Hauptbahnhof an, was wir da noch so finden. Und dann schauen wir weiter. Also, bis gleich. So, da wären wir in Salzburg. Schon lange her, dass ich hier in diesem Bahnhof gewesen bin. Da ist mir besonders in Erinnerung gegangen, dass ich hier mal gestrandet bin, mitten in der Nacht. Musste hier mal ein paar Stunden verbringen. Aber ich muss sagen, der Bahnhof ist gar nicht mal so schlecht geworden. Oh, mal kurz hier runter. Ja. Cool. Ach was. Der ist sogar ausmodelliert, der Shop hier. Alles klar. Okay, da kann man nicht reingehen. Schade eigentlich. Flüssige Bohnenkaffee. Ah ja. Okay. Aber nettes Detail. Was haben wir hier noch? Sand Edge. Da nochmal das gleiche Café. Nochmal so ein Shop. Und da geht's auch nicht weiter. Okay, gehen wir mal hier rauf. Okay. Alles klar. Oh, sind die hier fleißig am Abbauen von den Gleisen hier? Interessant. Wie gesagt, die war ja schon länger nicht mehr. Sind die da wirklich am Rückbauen? Oder war das gerade am Umbauen?
Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Würde vermutlich Google Maps beantworten. Wenn man da jetzt gerade mal reinguckt. Also rein so plantechnisch, wenn wir hier mal gucken. Das ist hier Salzburg, da unten. Ja, das werden vermutlich die Gleise sein, die was da weitergegangen sind. Aber jetzt halt nicht mehr. Ja, da sieht man es noch ansatzweise. Da hinten hat es eine Drehscheibe. Und dann gehen hier die Strecken auseinander. Ich glaube, da oben haben sie sogar auch noch was nachgebildet. Ich glaube, ich würde mir sehr gerne mal diese Drehscheibe angucken. Laufen wir doch mal hier nach hinten. Oh, was haben wir denn hier für Züge? Schwarzach St. Veit, die S3. Da hinten stehen auch deutsche Kollegen. Ah, safe zum Rübergehen. Wohin fährst du? Nach Mühldorf, über Freilassing. Alles klar. Das kommt mir bekannt vor. Das erinnert mich so ein bisschen langsam. München Hauptbahnhof, RI. Ja, ich sag's ja, München Hauptbahnhof, das wäre natürlich eine geile Strecke gewesen. Salzburg, München. Dann hat man hier gut was zu fahren. Ist eigentlich ein Luxus, dass es hier sowas hat. Södele, die Drehscheibe müsste da hinten sein. Zug kommt auch keiner. Oh. Kollege Autozug ohne Autos. Kann ich. Er lässt mich da wieder nicht runtergehen. Das ist für eine Spaßbremse. Ich kann da nicht runter. Ah, jetzt kann ich runter. Ich darf da einfach nicht reingehen. Das sind S-Bahnen und da hinten. Ach man. Da hinten müsste die Drehscheibe sein. Jo, da ist sie auch. Geil. Haben wir da vielleicht irgendwas Verstecktes hier drin? Nee, ich komme hier gar nicht rein. Oh, sehr cool. Nice. Kann ich die bedienen? Oh, nee. Echt jetzt? Moment. Also es hat die Steuerung. Ah, Tür. Warum komme ich da nicht rein? So ein Schmutz. Ah, entriegelt. Also geht's nur von hier. Geil. Okay. Aber dass ich hier nicht rein kann, das soll es, glaube ich, so sein. Alle klar. Kann man hier was machen? Nö. Aber cool. Sehr cool. Ich kann vermutlich noch irgendwie Blödsinn machen hier. Was haben wir hier hinten noch? Mein Kollege. Nehmen wir nochmal zum Schauen. Eigentlich so ein bisschen Bereitstellung spielen hier. Sag mal, das eine Gleis da. Was da. Ach, das ist das hier. Da steht irgendwie aktiv gar nichts rum hier. Ja, man könnte hier schon ein bisschen. Rangierspaß haben. Wobei ist die Frage, wie weit lässt er einen da rangieren? Bevor er dann sagt, das ist wieder Ende der Karte hier. Ja, da irgendwo so ein Rage-Hit reinparken. So, das eine Gleis, das ist das hier. Wo ich nicht einfach so hinlaufen kann. Mal wieder. Nee, ich kann da nicht hin. Das heißt, wir kommen da nur mit einer Lok hin.
Das lässt sich lösen. Wir nehmen mal Diesel, Deutschland. Ja. Sollen wir denn. Ja, nehmen wir dich mal. Einfach für Funsies. Kommst du mal hier rein. Boah, scheiße, ich glaube, ich hoffe, ich weiß noch, wie ich dieses Teil fahre. Tö. Dankeschön. Hör zu. Dankeschön. Hallo? Ja, passt. So. Gucken wir mal. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Da. Das hat schon mal gepasst. So, ich will jetzt einfach nur fahren, ohne dass ich hier irgendwas einstelle. Nee. Da bewegt sich man nicht sehr viel. Ah, jetzt. Ja, die Autos, glaube ich, könnten uns jetzt reinfahren. Das ist ja noch interessant zu sehen. Ah, die fahren einfach durch. Ah ja, Details. Nein, Ende der Sitzung. Mann, warum habt ihr das da hinten alles dargestellt, wenn man da nicht mal reinfahren kann? So ein Schmutz. Ach, na gut. Ja, das war jetzt erstmal so ein grober Einblick in Rosenheim-Salzburg. Und ich denke mal, das nächste Mal werden wir mal die ganze Strecke abfahren. Vielleicht mit dem Intercity oder sowas. Oder vielleicht mit der 111er, irgendwas Spannendes. Ja, erster kurzer Einblick. Wir haben vielleicht nicht ganz ein Drittel von der Strecke gesehen. 44,50 kostet das Ganze. Ja, rein zu bugtechnisch, 111er, glaube ich, braucht noch so ein bisschen Feinschliff. Ansonsten sieht sie eigentlich ganz gut aus. Die Strecke, ja, ich glaube, kann man erstmal gelten lassen. Ich habe den Rest der Strecke noch nicht gesehen. Aber trotzdem 44,50 ist halt schon irgendwie eine Ansage für 89 Kilometer. Macht's das doch gern mal ein bisschen weiter. Wie ist eure Meinung zu der Strecke? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Und dann fahren wir hier das Ganze hier ab mit, weiß noch nicht mit was, aber mit irgendwas Spannendem. Vielleicht ein Flix. Oh, oh, ich habe da eine Idee. Das glaube ich, könnte ich euch nochmal zeigen. Es gibt ja jetzt diesen Verbandbilder hier. Und ich habe da mal was gemacht hier mit dem Zugverband. Hier F-Test. Machen wir das mal hier rein. Man kann sich jetzt hier so Custom-Zugverbände machen. Entsprechend auch mit den Liveries. Das ist noch ziemlich praktisch. Wenn zum Beispiel damit ein Flixtrain nach Rosenheim fahren. Wäre eine Idee. Lasst es mich wissen. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.